Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric und ich bin zusammen hier mit Tarek, das Dreamteam von der ED1000 ist wieder vereint. Hallo ihr Lieben! Und Tarek vom Kanal Elektrobice, ich denke mal, ihr kennt ihn, wenn nicht, seinen Kanal abonnieren. Tarek hat ein Auto, das ist der MG4 und den möchte ich euch heute vorstellen. Bin sehr gespannt, weil ich habe das Auto vorher auch noch nie gesehen, bin auch noch nicht drin gesessen. Das wird mega spannend, also dranbleiben! Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Okay, Tarek, du hast den MG4 jetzt gekauft als Nachfolger vom Mustang Mach-E, ne? Ja, wobei da vertun sich immer viele. Er sollte den Mustang Mach-E nicht ersetzen, sondern es ist einfach ein neues Auto, mit dem ich meine Erfahrungen machen wollte. Und bis jetzt sieht das sehr gut aus. Okay, seit wann hast du den? Knapp 3 Wochen jetzt. Okay, dann lass uns den mal angucken, weil mich interessiert ist, wie er von innen, von außen, von der Seite und von innen aussieht. Gerne. Also, erstmal von außen. Was haben wir denn hier? Ich hatte ja die Möglichkeit, eins zu reservieren. Und ich hatte entweder die Wahl zwischen schwarz oder gelb, also habe ich mich für schwarz entschieden. Ich weiß nicht, wie es dir gefällt, aber... Also das Schwarz hier, wenn das so schön sauber ist, das sieht richtig cool aus. Das Gelb fand ich aber auch immer geil. Das ist eine schöne, knallige Farbe. Und wie ist das mit der Verarbeitung? Sag mal, das ist jetzt ein chinesisches Auto. Die Chinesen können ja eigentlich mit Autos bauen. Sehr gut, aber wenn du mal hier reinguckst jetzt, ziemlich viel Luft. Na? Ja. Aber, okay. Da warte ich mal auf, die Tür zum Beispiel, die fällt sehr satt ins Schloss, pass auf. Ja, das ist immer das, was wir Deutschen lieben, dieses genau. Satte Schmatzen. Das ist ja fast Mercedes-like hier, guck mal. Oh, hey. Kein Scheppern. Aber was mir auch vorhin aufgefallen ist, hier am Scheinwerfer, dieses Tesla-Problem haben die ja auch so ein bisschen, steht richtig. Ein bisschen vor. Richtig. Hier ist auch so ein bisschen irgendwie so ein weißer Grat. Ja. Das ist aber nur auf dieser Seite. Genau. Und das hier, das muss wohl so. Ja, hier ist es besser, ja. Der Seite. Eigentlich da haben perfekt. Wir das Problem nicht. Okay, sagen wir was zu den Daten, Tarek. Der hat was für einen Akku? 64 Kilowattstunden Batterie, netto sind es 61,7. Dann haben wir Heckantrieb, 204 PS, 290 oder 95 Newtonmeter. 0 auf 100? 0 auf 100 in 7,9. Reichweite? Offiziell 455, aber der ist effizient. Vor allen Dingen hat er eine funktionierende Wärmepumpe. Das habe ich jetzt durch die kälteren Temperaturen in den letzten Tagen bemerkt, dass er auch bei Kaltstart, also mit kalter Batterie, bei Kurzstrecke unter 20 Kilowattstunden kommt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und die alles entscheidende Frage, hat er einen Frunk? Nein, hat er nicht. Wollt ihr mal gucken? Okay, Frunk hat er nicht, Tarek. Wir sehen es, aber du sagst, da ist noch Platz drin. Lass mal kurz reingucken. Ja. Also wenn man, genau, ja. Wenn du jetzt die Abdeckung hier abmachen kannst, was man auch könnte, weil der schützt ja sozusagen nichts ja, Gravierendes, da unten hat man ja Platz, eventuell eine Wanne aus Gummi oder Kunststoff, damit man das Typ-2-Kabel so hochkant reinsteckt. Ja, das wäre ein Bastelprojekt, was du doch demnächst auf deinem Kanal mal bringen Aber kannst. Jetzt fragen sich natürlich alle, ja, wohin mit dem Kabelzeug? Kommt mal mit hier. Kofferraum, Literangaben, kannst du hier reinschreiben. Habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ist jetzt nicht der kleinste. Wenn man das abmacht, kann man die Sitze hier umklappen. Ich glaube, das sind so 400 Liter, oder? Irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall hier habe ich mir so geholfen gerade. Ne? Ich habe jetzt mein Ladezeug hier drin. Also der doppelte Boden ist doch ausreichend, das passt doch. Absolut, absolut. Ne? Du bekommst beim MG Typ 2 Kabel gratis dazu, allerdings kein Schuko-Ziegel. Nur mal sozusagen. Ja. Wheel-to-Load kann er nämlich, was viele Elektroautos nicht können, aber jedes Elektroauto können sollte, finde ich. Und diesen Adapter für Wheel-to-Load muss man extra kaufen, kostet um die 400 Euro bei MG. Ja, okay. Hundetest habe ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, das wird knapp. Meinst du? Ja. Meiler? Meiler würde hier knapp reinpassen. Na gut, das musst du wissen. Okay. Ich denke aber schon, würde ja, so... Ja, von hinten ist es interessant, dass er hier diesen Bürzel hat mit den Rückleuchten. Optisch ein Hingucker, würde ich sagen. Auch die Spoiler hier hinten. Sieht richtig cool aus. Okay, wie sieht's aus in der Rückbank? Das heißt, du hast den Sitz jetzt auf dich eingestellt? Genau. Ich setze mich mal hinter dich. Ich bin 1,82, du bist 1,75. 1,73. 73. Aber mit 1,85... Weißt du, was ich gut finde? Das ist der erste Hersteller, der daran gedacht hat. Ja, finde ich klasse, oder? Also es ist so einfach, Leute glücklich zu machen auf dem Rücksitzen. Warum machen das nicht alle Hersteller? Und mal hier. Eben Handy hier reinstecken. Ja, das haben ja so gut wie alle. Aber das hier, so zwei Handytaschen, ja? Und Jens, guck mal, hier ist auch ausgekleidet, ne? Mit Stoff. Ja, das ist kein Plastik. Genau.
Das ist halt so Lederimitat, aber das, dadurch wirkt es natürlich viel hochwertiger. Ne? Du hast hier einen kleinen Mitteltunnelansatz, aber nur ganz bisschen. Ansonsten hast du hier hinten echt gut Platz. Genau. Und einmal USB-A fürs Handyladen. USB-A? Oder ist das USB? Ja, oder? Ja, doch, USB-A. Oh, das ist natürlich kein USB-C, ist schon mal ein Minuspunkt. Ja, okay. Rückbank geteilt, umlegbar oder nur als Ganzes? Geteilt. Zweigeteilt. Okay. So, jetzt nimmt der Jens vorne Platz. Wir haben bei der Luxury natürlich elektrische verstellbare Fahrersitz. Der Beifahrersitz ist manuell, kann man nur manuell verstellen. Also das Cockpit sieht schon mal ziemlich gut aus. Wir haben hier so ein 12 Zoll, schätze ich mal, Display. Und das ist so ein kleines 9 Zoll oder 8 Zoll Display, würde ich mal schätzen. Von den Zollangaben her habe ich jetzt keine Ahnung. So vom Lenkrad her ist es schön klein und dick, so ein bisschen abgeflacht oben und unten. Genau, das Lenkrad ist echt ein Highlight. Wir haben hier echte Tasten, das ist keine Folie, obwohl es Klavierlack ist, aber es sind echte Tasten. Auch hier diese Vor- und Zurück, dieser kleine Joystick hier, cool, hier auch. Und hier haben wir den Gangwahlhebel. Genau. Auch sehr schön. Induktive Ladefläche fürs Handy. Okay, wie sieht's denn aus? Zweite Gretchenfrage mit der Ladeplanung. Chinesisches Auto, Ladeplanung. Natürlich nicht. Gibt's nicht. Ne? Gibt's nicht. Aber du kannst CarPlay machen? Apple CarPlay und Android Auto ja, allerdings nur über Kabel. Okay. Läuft aber einwandfrei. Ja. Ja. Ansonsten, was eine super Geschichte ist hier, was ich jetzt positiv sehe, man kann hier die Batterie, intelligentes Aufwärmen der Batterie, einfach auf Knopfdruck. Du musst keine Ladesäule eingeben. Ist egal, ob du 10% drin hast oder 20%, er kann das. Man kann Batterie vorheizen, das heißt, das muss man manuell machen. Genau, manuell kannst du jederzeit machen, wie du möchtest. Das finde ich gut. Und er hat natürlich Entlademanagement, Retail Load. Das heißt, bis zu 2,2 kW kann er auch abgeben. Ne? Wie viel bist du mit dem jetzt schon gefahren? 1200, irgendwie 1200 Kilometer knapp. Und bist auch Langstrecke gefahren, ne? Ja, Langstrecke. Wir waren jetzt 500 Kilometer, haben wir eine Tagestour gemacht. Hat super geklappt. Ja. Ich hatte im Schnitt 16,8 Kilowattstunden mit Autobahn, 120 Tempomat. Wie ist das denn jetzt? Es gab ja schon das erste Problem mit Ölleckagen. Ja. Mal, im Motor. Ja. Im Elektromotor. Das heißt, da ist irgendwie ein... Nicht im Motor, sondern hinten auf der Hinterachse sitzt das Getriebe. Das Getriebe. Soll das Getriebe sitzen. Und die haben wohl bei AMG etwas zu viel Öl reingefüllt. Da passen irgendwie insgesamt 3 oder 4 Liter rein. Und da ist das Ventil, die Ventilstütze, wie nennt man das? Entlüftungsstutzen wahrscheinlich. Genau, genau. Die ist fehlerhaft. Da sickert ein bisschen Öl raus, ein Ölfilm, und das führt zu einem Ölleck. Es gibt eine offizielle Meldung von MG, dass sie daran arbeiten, dass dieses Ventil ausgetauscht wird. Aber das, was zu viel rausläuft, was zu einem Ölfilm führt, das ist ungefährlich, unbedeutend. Also ja, man kann weiterfahren, aber meiner ist noch trocken. Und die Software hier, wie ist die so? Also von der Bedienung her sieht die zumindest schon mal ganz flüssig aus. Mhm. Reagiert schnell, ne? Fix. Und die Sprachbefehle nimmt er auch, genau. Navigation, ja. Doch, die Routen. Ich scheine nirgendwo zu navigieren. Ich navigiere ja auch gar nicht, danke. Aber die Routenführung, die läuft wirklich gut. Also ich bin da mit der Routenführung sehr zufrieden. Hallo MG. Ich bin da. Navigiere mich nach München, Marienplatz 1. Okay, Marienplatz 1, da sollen wir dorthin gehen. Ja, ja, lass uns da hingehen. Wie lange brauchen wir denn, wie viele Tage? Ja, ja, Übersetzung ist manchmal ein bisschen skurril. Ja, also das finde ich schon mal ziemlich cool, dass das klappt. Das klappt auf jeden Fall, aber sie muss einen Deutschkurs besuchen. Halt, ne? Wie ist das mit Updates? Gibt es Over the Air oder muss man in die Werkstatt? Ist geplant Over the Air, aber der erste Update, glaube ich, wird in der Werkstatt stattfinden. Okay. So die Info, aber ganz ehrlich, ist jetzt nicht kein Weltuntergang. Und jetzt sag mal hier, bevor wir gleich eine Runde fahren, dieser MG, der kostet jetzt, ich glaube, in der Ausstattung hier so 37,9 brutto Liste in der Höchstausstattung. Und dann geht aber die Förderung, ne? Dann geht, also bei mir ist die komplette Förderung noch runtergegangen, ja, inklusive aber Überführung und so weiter, bin ich bei 30.500 gelandet. Ja, okay. Und für die Ausstattung ist das ein Schnäppchen. Das ist das Auto, wonach alle geschrien haben. Wir wollen ein bezahlbares Elektroauto, was auch langstreckentauglich ist. Und das ist er. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen hier vom MG4 momentan sind, aber ich glaube, bei diesem Auto und dem Paket, was das hier bietet, da ist das nahezu konkurrenzlos. Und ich sehe das für die deutschen Hersteller richtig schwierig, gegen so ein Auto anzustinken. Allein schon die Reichweite, die Akkugröße, die Ausstattung hier, die Assistenzsysteme, was ja auch Tempomat drin, Spurhalteassistent, alles drin, ne? Autopilot ist drin, ja. Lenkradheizung, Sitzheizung, alles Serie. Und die Materialanmutung hier im Innenraum,
das ist zwar Kunststoff. Aber da nicht mehr. Hier nicht mehr. Also hier ist es ein bisschen unterschäumt. Hier ist es dann so Kunstleder. Das hier ist weich mit blauen Ziernähten. Naja, hier unten ist natürlich Hartplastik, aber so im Großen und Ganzen. Wenn ich das jetzt mal mit der ID-Familie vergleiche, sieht es jetzt nicht billiger aus als im Um ID. Gottes Willen, um nein. Gottes Willen. Also nein. Nein. Im Gegenteil. Hier saßen schon einige, ein Cupra Born-Fahrer saß drin, ein Ioniq 5-Fahrer saß drin und die waren allesamt begeistert. Also jeder, der heute das Auto hier gesehen hat, war super begeistert. Natürlich wissen wir nicht, wie die Langzeitqualität aussieht. Ne? Das wird dann die Zeit zeigen. Ja, diese Sitze ist natürlich Kunstleder, aber das, die Kombination mit diesem Stoff und diesem Kunstleder und diesen blauen Nähten, das sieht richtig gut aus. Kann man nicht meckern. Hier haben wir noch ein Fach drin, Knabberkram. Genau. Ja. Hier unten ist auch noch was. Das Ganze ist hier ziemlich offen. Das macht es ganz luftig. Hier haben wir so eine schwebende Konsole, ne, für Gangwallhebel, induktive Ladestation. Du bist ja ein Model S-Fahrer, ne? Das erinnert ein bisschen an das Model S. Und das alte, genau. Ja, genau. So das alte Model S, das hat hier unten auch so eine Konsole, die relativ offen war. Was mich so ein bisschen stört, ist hier diese Kante am Knie. Ja. Gut, ich habe jetzt mit der Körpergröße keine Probleme. Freunde, der hat ja sogar elektrische Sitzverstellung. Meine Güte, das hatte ja nicht mal der ID.5 GTX, den ich letztens getestet habe. Ja, aber ich muss fairerweise sagen, nur für den Fahrer, ne? Ja, ist doch egal, da sitze ich ja. So, das ist natürlich jetzt hier zum Drehen, alles klar. Bevor der Jens gleich meckert, ich als Kenner werde jetzt etwas sagen und zeigen. Und zwar, wir müssen leider beim MG4, beim MG Pilot hier, unseren Spurhalteassistenten entschärfen. Und zwar gehen wir auf Warnung, und wir schalten Warnton ab, denn der Spurhalteassistent nervt unheimlich. Das sind die zwei Schritte, die ihr nach jedem Start leider machen müsst, wenn ihr eure Ruhe haben wollt. Das heißt, das merkt er sich nicht bis zum nächsten Nein, Start? Er speichert das nicht, weil gesetzlich kann man den Spurhalteassistent ja nicht irgendwie ausschalten, aber er ist ja nicht ausgeschaltet, sondern er vibriert nur noch ganz leicht. Okay. Na? Aber man hat die Möglichkeit, wollte ich nur mal zeigen. Übrigens haben wir jetzt noch 50% im Akku und es wird angezeigt 131 Kilometer reichen. 181. Und nach meiner letzten Fahrweise. Und wir können ja direkt... Das heißt, der Tarek fährt total sportlich, oder was? Wir können ja zeigen hier die letzten 762 Kilometer einen Durchschnittsverbrauch von 18,2. Ja, das lässt sich doch hören. So, jetzt fahren wir los, würde ich sagen. Jetzt fahren wir. Dann bin ich gespannt auf deine professionelle Meinung. Ich könnte jetzt mal ein Drifting machen, aber das machen wir mal lieber nicht. Heckantrieb, ganz wichtig. Haben wir noch vergessen. Ja. Zieht ganz gut ab. Wie ist mit der Rekuperation? Hat er verschiedene Stufen? Oder? Ja, es gibt drei Stufen. Kein One-Pedal-Driving. Kein One-Pedal-Driving. Und du kannst hier unten, wenn du auf Stern gehst, jetzt Stern. Ist er auf A. Also adaptive Rekuperation ist an. Ach so, je mehr Minus, desto... Genau. Jetzt bist du auf Stufe 2 zum Beispiel. Reko Stufe 2. Vom Fahrgefühl her, vom Fahrwerk her, vom Komfort her, sehr, sehr, sehr vergleichbar mit dem Cupra Born und dem ID.3. Das kann ich schon mal behaupten. Muss man ein bisschen höher stellen. Ja, machen wir so. Ja, sitzt sich gut, fährt sich gut. Momentan die ersten paar hundert Meter, schon mal richtig cool. Wie sitzt du hinten, Nasila? Ich sitze gemütlich. Super. Ich mach mal einen Kickdown. Ja, okay. Kickdown, das war doch kein Kickdown. Doch, ich war auf dem Bodenblech. Ach komm. Aber wir sind im Normalmodus übrigens. Ne? Ah, okay, es gibt noch einen Sportmodus. Ja, sicher gibt es noch. Es gibt sogar viele, viele Modis hier. Ist so ein Quasi-Modi? Schnee, Eco, Normal, Sport und Benutzer definiert. Jetzt sind wir im Sport. Ja, ist okay. Ja. 7,2 hast du gesagt. 7,9 und 204 PS. Ja, okay. Ja. Ist okay für so ein kleines Auto. Ich meine, das ist im Prinzip ja, welche Klasse? Golfklasse? Golfklasse, absolut. Eine Golfklasse, ne? Ein Golf. Und du hast eine Anhängerkupplung. Also kannst du dran. 500 Kilogramm Anhängelast, Kupplung und so weiter, habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt, weil ich kein Nutzer bin. Aber Fahrwerk ist sehr schön. Ja, ne? Sehr ausgewogen, finde ich. Überhaupt nicht schwammig oder so. Lenkt sich gut. Also nicht zu direkt, aber auch nicht so indirekt. Also ist ein perfekter Kompromiss. Auffahrwarnung, also Assistenzsysteme, er warnt dich. Alles klar. Es ist also alles da, was man braucht. Sogar mehr, als man braucht. Und der Wendekreis. Jens, was sagst du zum Wendekreis? Bin ich gespannt. Du könntest jetzt hier theoretisch wenden. Hier, das auf der gleichen Straße. Hinter mir klebt einer am Rad. Also. Jo, der Wendekreis ist ja extrem. Was hat er? 10 Meter? Schätze ich mal. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber du könntest jetzt hier drehen einmal. Das mach ich doch mal. Das ist wirklich ein ganz... Also, mega.
Das ist ja mega. Doch, es passt. Ey, damals, ja fast wie der Honda. Wahnsinn, ne? Genau. So, jetzt blinke ich. Genau. Jetzt sieht man hier eine 360-Grad-Ansicht, weil ich blinke. Genau, und weil du nach rechts blinkst, geht die Kamera nach rechts und du das kannst... Das heißt, der hat wie viele Kameras? Drei? Vier? Vier. Und du kannst die Felge sehen. Siehst du hier die Felge? Kann ich auch hinten? Nee, ich kann das doch, nicht. Kannst du. Nimm mal den Blinker weg. Warte. So, jetzt ist es jetzt vorne antippen. Und jetzt rückwärts Seite. Ah, cool. Und das in der Klasse, ne? Ja. Und bei dem Preis alles. Also die Chinesen, die haben sowas halt immer irgendwie auf dem Grabbeltisch, diese Elektronik, die man hier braucht. Das kostet bei denen alles nichts und deswegen ist das alles hier so wunderbar integriert. Und bei den deutschen Herstellern, da zahlst du dann irgendwie 2000 Euro Aufpreis, damit du sowas mal haben darfst. Das ist der Unterschied. Ich komme gar nicht drüber hinweg, dass der eine elektrische Sitzverstellung hat in der Preisklasse. Der Jens hier. Ja, ich merke schon. Hat er auch Memory? Nein, leider nicht. Farbprofile? Ja, aber damit speichert er nicht. Benutzer definiert, ja. Genau, nein, speichert er nicht. Das war jetzt nur der Modus, ne? Aber er speichert nicht das Profil, deine Einstellung hier. Leider nicht. Ja, das wäre ja auch ein bisschen zu viel. Okay, das wäre jetzt noch on top, ne? Aber hier Tempomat kannst du hier direkt aktivieren. Tempomat, Abstandstempomat, jetzt ist Autopilot an, wenn das grüne Lenkrad an ist. Kannst du mal zeigen, genau. Hände sind weg. Jetzt kommt eine Kurve. No. Sehr souverän und er ist so ein bisschen wie bei Tesla, das Lenkrad ist so ein bisschen festgetackert. Ja. Ich kann das gar nicht so bewegen. Es ist quasi so wie bei Tesla, dass er jetzt driftet er gerade raus. Ja, das war zu eng. Okay. Aber auch diese Unebenheiten hier schluckt er souverän. Er hat auch Schildererkennung, aber passt die Geschwindigkeit nicht dynamisch an. Ja, machen auch nicht alle Autos. Machte der ID5 letztens auch nicht. Muss ich übernehmen? Ja, nur einmal kurz anfassen. Ja, also wahnsinnig gut. Also für diese Preisklasse wahnsinnig gut. Ja, Thema Ladeleistung. Wie sieht es denn aus beim MG4? Können wir noch kurz erwähnen. Also offiziell kann er 130, aber ich habe schon öfters 142 gesehen. Bis 45% hält er. Wir haben momentan 49% im Akku. Jetzt stecken wir den mal an. Genau. Und gucken, was er macht. 120 kW bei 50%. Ja, das muss erstmal einer schaffen. Und keine Betriebstemperatur. Ganz wichtig. Oh, jetzt ist aber gut. Und wir haben schon 53%. Dann hast du jemals so schnell geladen mit dem Auto bis jetzt? Ja, ja, klar. Also ich habe eben bei 6% angeschlossen heute Morgen, wo ich hier hinkam. Ja, aber ich meine bei dem Ladestand. Nein, nicht mit 50%. Nein. Jetzt haben wir 122, der steigt immer noch. Genau. Also, unser Peak war 123,4 bei 50% angefangen. Ich würde sagen, eine saubere Leistung. Top-Leistung. Wirklich. Das ist auch wieder ein Argument für das Auto. Absolut. Geil. Viele dieser günstigen Autos, die haben ja eine schlechte Ladeleistung. Die gehen also auf 80 kW, 90, wenn du Glück hast. Aber das da... Und ihr Lieben, noch ganz wichtig, ich habe ihn mit kaltem Akku angeschlossen, der stand 3 Tage in der Garage, bin 800 Meter zur Ladesäule gefahren, er hat direkt bei 30% 110 gezogen, mit ganz eiskalter Batterie. Bedeutet der Akku hält nicht lange? Na, doch, das tut er. Aber hier, du hast gesehen, so Licht, was ist das hier? Lichtspiele. Lichtkunst, Lichtspiele genau. Hier. Wie findest du das Heck? Aber ganz ehrlich, du Nasila, als Frau. Ich als Frau? Ja. Schick. Ehrlich? Ich finde es gewöhnungsbedürftig. Ich finde es erstmal schick, aber so auf Dauer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also die Nachtsilhouette, die ist richtig cool. Wenn die Lichter aus sind, ist dieser Coolness-Faktor deutlich geringer. Das stimmt. So, und jetzt die Gretchenfrage. Geht das Laden des MG4 am Supercharger? Genau. Wir suchen uns jetzt eine. Das ist die 1C hier übrigens. Laden Sie Ihr Nicht-Tesla-Fahrzeug. So, genau. Hilden Germany, 24 Stück. Und wir haben die 1C. Und Ladevorgang starten. Zack. Kreditkarteninformationen sind schon hinterlegt. Jetzt geht das an den Server. Oh, er hat schon mal kommuniziert. Ja, ja, genau. Kommt gleich. 53 kW kriegst du jetzt. Da. Perfekt. Fängt an. Was kostet das Ganze? Das kostet hier pro Minute, sehen wir nicht. Das dürfte so 69 bis 61, 62 Cent kosten. Die haben ja die Preise letztens gesenkt, vor 2 Tagen. Okay.
Ich glaube, wir liegen jetzt bei 62 Cent Okay. Die Kilowattstunde. Auf jeden Fall, er lädt. Man sieht das hier oben rechts an dem blinkenden Blitz. Und wir kriegen 67 kW, super. 68 kW Ladeleistung. Das ist ein super Wert bei 70 Prozent. Genau, 70% Akkustand, ja. Finde ich auch. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich bin jetzt nicht lange gefahren, das war jetzt ja vielleicht ein Kilometer, aber wir hatten alles dabei und das hat mir total gut gefallen. Der ist genau das, was wir brauchen in dem Preissegment und ist ein super Auto. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr so ein Auto sucht in der Preisklasse, auch in der Größe, in der Golfklasse, elektrisch fahren wollt, bis zu 300 Kilometer im Sommer und 250 im Winter Reichweite und das zu dem Preis, volle Hütte im Prinzip mit allen Assistenzsystemen, was noch viel teure Autos noch haben. Noch eine wichtige Info, Thema Inspektion. Alle 25.000 Kilometer oder einmal jährlich, was ich schade finde. Ja, jährlich. Und 7 Jahre Garantie. Okay, auf das gesamte Auto? Ich glaube 5 Jahre auf das gesamte und 7 Jahre Akku- und Antriebseinheit. Komisch, die meisten bieten 8. Aber egal. Nagel mich nicht fest, lies es nochmal durch. Auf jeden Fall Garantie und so weiter, alles gut. Ja. Na, jedenfalls schaut euch den Wagen an. MG 4, wie ihr wollt. Ich kann den echt sehr empfehlen. Mein kurzer Eindruck hier, diese Stunde, mit dem ich mich heute mit dem Wagen beschäftigt habe, mit Tarek zusammen, ist sehr beeindruckend. Und ich glaube, wenn das jetzt hier Schule macht mit solchen Autos in der Qualität, auch in der Preisklasse, dann wird auf dem Elektroautomarkt das für die deutschen Hersteller schwierig. Also in Deutschland, klar, die Deutschen kaufen gerne deutsche Autos, aber wir reden hier ja auch von einem globalisierten Markt. Und solche Autos auf dem globalisierten Markt, den musst du erstmal schlagen. Ja, Leute, das war mein Video zum MG4 mit Tarek, ne, das Dreamteam wieder vereint. Ich finde es so schade, dass Jens so weit weg wohnt. Ja, gleichfalls. Ne? Warum also, ziehst du nicht mal Richtung Bremen? Echt, ey, vielleicht mache ich das sogar. Ne? Wenn ich da einen Job kriege Bremen bei dir. Bremen Straßenbahn übrigens. Ach, Straßenbahn. Machst du meine Abmoderation? Ja, Leute, Kanal Move Electric und Elektrobice abonnieren. Nicht vergessen, für alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind und irgendwie gucken, was wollen die denn von mir, was ist das denn für einer? Also Elektromobilität in feinster Form hier auf Move Electric und natürlich bei mir. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommen, ihr Lieben. Danke fürs Mitnehmen in deinem Auto. Danke für deine professionelle Meinung, was für mich super wichtig ist. Und an Nasila natürlich herzlichen Dank. Gerne. Unsere zweite Kamerafrau. Ja. Also hast du mal eben kurz die 500 Euro, die ich teile. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao. Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben.